wie sein Vorgänger, der es nicht gemacht hat und ist auch schon wieder zu lang. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Videoausschussreports zum Digitalausschuss vom 16. Februar 2022. Wie angekündigt, geht es in dieser zweiten Hälfte um den Digital Services Act und um den Digital Markets Act. Zuerst, wir haben das getrennt diskutiert im Ausschuss, war Staatssekretärin Franziska Brandner aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima zu Gast, weil dort ist die Zuständigkeit für den Digital Markets Act verankert. Wie der Titel schon nahelegt, geht es beim Digital Markets Act vor allem um Märkte. Es geht um Wettbewerbsrecht, um fairen Wettbewerb und darum, dass große digitale monopolartige Unternehmen nicht alle anderen benachteiligen. Die Unternehmen, um die es da geht, die kennt ihr alle. Das sind die großen sozialen Netzwerke, das ist die Suche im Internet. Das sind aber auch Plattformen wie zum Beispiel Amazon oder Videoplattformen wie YouTube. Es gibt bestimmte Punkte, an denen mehr diskutiert wird in diesem Trialog als über andere. Und eins ist zum Beispiel, wie definiere ich, was ein Gatekeeper ist? Das Europäische Parlament möchte, dass man das breiter fasst, also zum Beispiel die Anzahl Nutzer senkt. Franziska Brandner hat für die Bundesregierung uns gesagt, da ist man nicht auf der Seite des Parlaments. Man glaubt, der größere Hebel, auch mehr Unternehmen einzubeziehen, ist nicht die Anzahl, sondern die Methodik, wie ich zum Beispiel die Anzahl aktiver Nutzer bestimme. Ein Streitpunkt ist auch die Zuständigkeitsverteilung zwischen europäischer Ebene und den Nationalstaaten. Da möchte die Bundesregierung, wie wahrscheinlich viele andere Regierungen auch, möglichst viel auf nationaler Ebene regeln, also bei den jeweiligen nationalen Wettbewerbsbehörden lassen. Das Europäische Parlament möchte das nicht, weil es glaubt, dass dann wieder Dinge aufgeweicht werden. Ein dritter Streitpunkt ist das Thema sogenannter Killer Acquisitions. Denn zu unfairem Wettbewerb gehört auch, dass sehr große und ja immer auch sehr reiche Unternehmen einfach potenzielle Wettbewerber aufkaufen, nicht um sie wirklich selber zu entwickeln, sondern einfach um sie auszuschalten und den Wettbewerb zu reduzieren. Das soll nach Möglichkeit verboten werden. Und da gibt es ein paar Mitgliedstaaten, die wollen das lieber nicht so haben. Und das sind meistens die, wo die großen digitalen Unternehmen ihre Sitze in der Europäischen Union haben. Und es gibt halt welche, die Wert darauf legen. Dazu gehört Deutschland und ich hoffe, die setzen sich durch. Das Europäische Parlament wiederum, das hat deutlich gemacht, dass seine höchste Priorität bei einem weiteren Thema liegt, nämlich bei der Interoperabilität von Messengern und von sozialen Netzen. Das ist auch Deutschland wichtig. Der Rat ist dagegen. Da hätte also Deutschland gern die Position von Europa. Und im Rat sagt man, es gebe da also Bedenken, was Datenschutzfreundlichkeit oder die Situation von kleinen und mittleren Unternehmen betrifft, die solche Dienste anbieten. Da war aber die deutsche Idee, dass man die ja unterschiedlich behandeln kann, dass es also für sehr große Unternehmen eine Interoperabilitätspflicht gibt, solche Schnittstellen anzubieten und dass kleinere sich aber aussuchen können, ob sie solche Schnittstellen benutzen oder nicht. Diese Dissense werden gerade verhandelt zwischen Europäischem Rat, Europäischer Kommission und Europäischem Parlament, weil das drei sind, nennt man das Trilog. Da sind wir mitten im Verfahren drin. Das ist übrigens beim Digital Services Act ganz genauso. Weniger Streit gibt es bei anderen Dingen, die, glaube ich, wirklich einen Fortschritt bringen. Zum Beispiel, wenn Nutzer einen Dienst wechseln wollen, dann sollen sie ihre eigenen Daten aus dem alten Dienst, von dem sie weg wollen, einfach runterladen können. Es soll auch verboten werden, sich auf der eigenen Plattform selbst zu begünstigen. Also wenn Amazon zum Beispiel eigene Produkte hat, dürfen die nicht besonders gut vermarktet werden auf der eigenen Amazon-Plattform und bei Google gilt im Prinzip Gleiches oder bei vergleichbaren Plattformen. Es gibt auch heftige Sanktionen und auch da ist man sich einig und was ich besonders gut finde, es findet sich in diesem Digital Markets Act auch als Ultima Ratio eine Möglichkeit, digitale Monopole zu zerschlagen. Ich habe explizit nochmal nachgefragt, kann das wirklich die Europäische Union machen? Zum Beispiel so ein US-Unternehmen. Die klare Antwort war aber, ja, wird sie können, als Ultima Ratio, da gibt es Möglichkeiten. Ja, das Trialogverfahren läuft noch. Wir haben so ein bisschen gefragt, was ist denn die Prognose und was kommt dabei raus? Also
Die Interoperabilität ist zwar vor allem vom Europäischen Parlament geliebt und von den anderen weniger, aber weil das Europäische Parlament gesagt hat, das ist die Priorität Nummer eins für uns. Kompromisse woanders, aber idealerweise nicht da, wird das wohl drin bleiben. Der Wunsch der deutschen Regierung, mehr Zuständigkeit der nationalen Wettbewerbsbehörden zu haben, das wird vermutlich nicht passieren. Und beim dritten Thema, Killer Acquisitions, ist es wahrscheinlich so, dass es drinne bleibt, aber dass es wahrscheinlich nicht ausreicht. Franziska Brandner war sich relativ sicher, dass das auch in Zukunft noch ein Problem sein wird, mit dem sich die Europäische Union weiter beschäftigen muss. Und das war es in aller Kürze zum Digital Markets Act. Danach sprachen wir über den Digital Services Act und für den ist das Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr zuständig. Es ist ein bisschen merkwürdig, die Themen zu trennen, weil sie sehr viel miteinander zu tun haben. Es sind zum Beispiel last minute auch noch einzelne Inhalte vom DMA in den DSA rübergewandert. Zum Beispiel das Verbot verhaltensbasierter Werbung für Minderjährige ist jetzt im DSA. Ich habe übrigens zum DSA schon mal einen solchen Ausschussreport gemacht, ist schon ein bisschen her. Wenn ihr euch den nochmal angucken wollt, da oben ist er für euch verlinkt. Im DSA geht es vor allem um Verbraucherschutz und es geht darum, wie europäische Werte und Grundrechte auf dem digitalen Binnenmarkt durchgesetzt werden können. Allgemein geht es darum, zum Beispiel die Haftung für sogenannte illegale Inhalte zu regeln, den Umgang mit Hass im Netz zu regeln, also wie man mit Themen digitaler Gewalt umgeht. Es geht also darum, wie man Inhalte moderiert, um Transparenz- und Sorgfaltspflichten und um den Umgang mit Online-Werbung. Das hat an manchen Stellen ein bisschen was damit zu tun, was man hier zum Beispiel mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz regelt, mit dem NetzDG. Da gibt es auch Konflikte, die noch gar nicht ganz klar sind. Zum Beispiel gilt ja das DSA genau wie der DMA als Verordnung im Prinzip sofort, muss also nicht in nationales Recht noch übersetzt werden. Aber heißt das jetzt, es überschreibt das NetzDG, wenn das davon abweicht? Oder heißt das, man muss das NetzDG überarbeiten und anpassen? Und was davon bleibt oder bleibt nicht? Das haben wir dann natürlich auch sofort Daniela Kluckert gefragt, die als Staatssekretärin für das BMDV da war. Die hat gesagt, na erstens wissen wir ja die Endfassung des DSA noch gar nicht, ist auch im Trialogverfahren mit Rat und mit Kommission. Deswegen könne man da eh noch nichts dazu sagen, wo es die Abweichungen gibt und wie groß die sind. Bei Löschfristen zum Beispiel gibt es welche. Aber es gäbe in der Ampel ja auch gar keinen Konsens über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Einige finden das gut, andere finden es schlecht. Es müsse also sowieso grundsätzlich überarbeitet werden. Das war mal eine interessante Ankündigung. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ist das Verbot verhaltensbasierter Werbung für Kinder im Internet vom DMA in den DSA gewandert. Deswegen habe ich Daniela Kluckert gefragt, wie will man denn das eigentlich durchsetzen? Ich meine, wenn dann ein 12-Jähriges bei Google irgendwas eingibt, woher weiß denn Google, ob es da das Verhalten beobachten darf oder nicht, ob die Person also volljährig ist oder nicht? Und da man das ja eigentlich gar nicht machen kann, ohne personenbezogene Daten von jedem Google-Nutzer oder sonstigen Internetnutzer zu erheben, wäre es nicht einfacher, man verbietet generell verhaltensbasierte Werbung, die ist eh Dreck, ehrlich gesagt, die kann weg. Die Antwort von Daniela Kluckert war echt ein bisschen irritierend, weil sie hat gesagt, ach, die Plattformen und überhaupt die ganzen Dienste, die man benutzt, die wissen ja eh, wie alt man ist, da bräuchte man gar keine Privatsphäre einschränkenden zusätzlichen Maßnahmen. Ich habe da noch zweimal nachgefragt. Aber Daniela Kluckert bestand darauf, man braucht da nichts Neues. Die Plattformen wissen irgendwie, wie alt man ist. Wie sollen die das denn wissen? Also Google guckt mich ja nicht an und bist du jetzt 10 oder 25? Ich glaube ehrlich gesagt aus diesem Grunde auch, dass das nicht drin bleiben wird. Das wird rausfliegen, allerdings wahrscheinlich ersatzlos. Und das wäre dann wirklich schlecht, denn verhaltensbasierte Werbung, ich sage das schon, ist Dreck und muss weg. Auch im DSA unterscheidet man übrigens zwischen besonders großen Unternehmen, sehr große Diensteanbieter, die nämlich mehr als 45 Millionen NutzerInnen in Europa haben. Die haben strengere Regeln und auch härtere Sanktionen, wenn sie diese Regeln verletzen.
Deutschland hat dazu eine Protokollerklärung abgegeben zu dem Entwurf, der auch vom Europäischen Parlament und von der Kommission vorgelegt worden ist, also jeweils mit Abweichungen. Und Deutschland hat gesagt, wir wollen in zwei Sachen Verbesserungen erreichen. Einmal beim Kinder- und Jugendschutz. Wie genau, weiß ich nicht. Also die vorgeschlagene Regel funktioniert ja nicht. Und sie wollen mehr Vorgaben zum Thema Löschung von Inhalten. Zum Beispiel Löschfristen, die gibt es ja im NetzDG, aber es gibt sie nicht im DSA. Gefragt haben wir Daniela Kluckert auch, was sie eigentlich oder die Bundesregierung davon hält, dass das Facebook-Unternehmen, also Meta, gedroht hat, den europäischen Markt zu verlassen, falls solche Regelungen verabschiedet werden. Aber da war sie stabil, hat gesagt, wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Außerdem ist es eh nur heiße Luft. Die brauchen den großen europäischen Markt, die werden sich da auch nicht zurückziehen. Das ist nur pro forma und wird keine Folgen haben. Das ist auch gut so. Parlamente dürfen nicht erpressbar sein. Mich hat auch diesmal wieder das Thema Nachhaltigkeit interessiert. Ich habe also gefragt, ob sich Deutschland dafür einsetzt, dass zum Beispiel der European Green Deal sich auch in diesen Digital Services Act widerspiegelt. Wenn wir von sehr großen Unternehmen reden, die auch sehr große Rechenzentren haben, die möglicherweise ineffizient sind oder aus anderen Gründen einen großen CO2-Fußabdruck haben, spielt das natürlich eine Rolle. Deutschland setzt sich dafür ein, und zwar in einem Artikel des DSA, der sich mit dem Thema Risiko befasst. Ich wollte es aber etwas genauer wissen. Deswegen habe ich nachgefragt, da es ja zwei Artikel gibt, nämlich einmal zum Thema Risikobewertung und zum Thema Risikominimierung mit Bezug auf Nachhaltigkeit, was die Bundesregierung da konkret verankern möchte. Leider gibt es nichts Konkretes. Also man hat das nur allgemein gefordert, dass man möchte, dass das da irgendwie erscheint. Das ist aber nicht genug, weil dann kann man sich in einer Sache sicher sein, es wird nicht drinstehen oder nur mit einem Laberbegriff, ohne dass es sich konkret niederschlägt. Schlecht fürs Klima. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Es war ein sehr komplexes und sehr umfangreiches Thema und trotzdem nur ein kleiner Einblick. Aber ich kann euch versprechen, das Thema kommt garantiert wieder. Und dann seid ihr hoffentlich auch wieder da. Ich werde nämlich auch dann wieder berichten. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.